Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge unserer Serie vom Wasserträger zum Tour de France-Sieger. Die Serie, in der wir den Pro-Kapitän-Modus des Tour de France 2020 spielen. Bis zu dem Punkt spielen, wo wir mit dem Fubana die Tour de France gewinnen. Jetzt kommt also unsere zweite Teilnahme an der Tour de France auf uns zu. Für den Fubana, was die Gesamtwertung angeht, vielleicht noch eine Saison zu früh. Und da können wir auch gleich mal dann über die Taktik reden. Also haben wir jetzt hier, wahrscheinlich werden wir die ersten 4 bis 5 Etappen, je nachdem wie sie so verlaufen, hier mit reinnehmen. Und ich habe mir überlegt, dass ich versuchen werde, natürlich mit dem Fubana, das ist natürlich mein größter Fokus, mit dem Fubana auf Etappensiege zu gehen, damit wir uns vor allem am Berg verbessern. Das heißt, mein Ziel ist für diese Tour de France, eine Bergetappe zu gewinnen. Das ist mein Vorhaben und ansonsten natürlich noch so viel wie möglich anderes mitzunehmen. Ich werde wahrscheinlich nicht gesondert versuchen, mit dem Fubana auf Gesamtwertung zu gehen, denn, das ist mein anderes Ziel, ich möchte mit Jakob Fuglsang ein Top-3-Ergebnis einfahren. Das heißt, ich sage bewusst Top-3 und nicht Sieg, obwohl das eigentlich mit Jakob Fuglsang drin wäre und diesem Team. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich die meiste Zeit den Fubana steuern werde, weil ich versuchen werde, mit ihm gute Ergebnisse einzufahren. Und sobald ich das mache, fahren alle anderen Fahrer immer doch eher sehr bescheiden, leider. Daher, ist mir durchaus bewusst, dass der Plan mit Jakob Fuglsang in die Top 3 zu fahren, durchaus ambitioniert ist in der Hinsicht. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendeinen Fahrer austauschen. Emanuel Buchmann als Edelhelfer für den Berg für Jakob Fuglsang. Wout van Aert fürs flache Remco Evenepoel wäre jemand, den man vielleicht auswechseln könnte, wobei der hat halt eigentlich auch gute Hügel- und Bergwerte. Vielleicht noch am ehesten Toni Martin tatsächlich, wobei der eigentlich auch ganz gut ist im Lücken zu fahren. Niki Terpstra. Ich glaube, Niki Terpstra ist jemand, den wir setzen könnten, und zwar entweder für Johnny Moscon, Haig, ich den Vornamen jetzt gerade nicht weiß, oder ja, Simon Geschke. Also den Geschke, den würde ich sehr gerne mitnehmen. Ist auch einfach in der Realität einer meiner Lieblingsfahrer. Und ja, der muss auf jeden Fall dabei sein. War ja auch schon bei der letzten Tour de France dabei. Und hat tatsächlich auch einen Etappensieg, glaube ich, geholt, wenn ich mich so richtig dran erinnern kann. Wir starten rein. Nizza nach Nizza. Das ist ja diese Tour de France, die so ewig Nizza nicht verlässt. Also halt dritten Etappe. Da geht es dann da endlich weg. Aber ja, also starten wir erstmal rein. Wir sehen hier ein paar Hügel unterwegs und dann ein Schlusssprint. Ich würde mit dem Fubana gerne versuchen, das grüne Trikot zu holen. Das heißt, wir werden uns einfach zum Zwischensprint wiedersehen, weil ich mir schon vorgenommen habe, mit dem Fubana in der Hinsicht, was die grünen Trikotpunkte angeht, fleißig zu sein. Und mir ist natürlich gerade eben aufgefallen, dass ich den Start der Tour de France, da kann ich jetzt nicht einfach erst zum Zwischensprint reinkappen. Da möchte ich schon nochmal ganz kurz hier die ersten Meter unserer zweiten Tour de France, die möchte ich natürlich schon noch mitnehmen. Das jetzt hier nicht einfach so rauslassen. Dann warten wir, bis das Rennen hier sozusagen eröffnet ist, bis der scharfe Start kommt. Dass hier die ersten Ausreißer losgehen. Wahrscheinlich wird das Team Israel Startup Nation sich gleich in die Ausreißergruppe begeben. Akea Samsic mit Pichon. Okay, interessant. Gucken, wer dann noch so geht. Oder wird Pichon das jetzt als Solist machen müssen? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber gut. Also, Etappe ist damit offiziell eröffnet. Und dann geht es jetzt aber schnurstracks zum ersten Zwischensprint. Wir nähern uns dem Zwischensprint. Und dann kann ich noch eine Sache nachtragen, also als Ziel für die Tour de France. Top 3 mit Fuglsang, Sprint-Trikot mit dem Fubana und einen Bergetappensieg mit dem Fubana. Und ich würde gerne die Teamwertung gewinnen. Aber das ist tatsächlich ein realistisches Ziel für uns, dass wir versuchen, die Sprintwertung zu gewinnen. Quatsch. Die Teamwertung, tut mir leid, ich war gerade verwirrt, weil ich mich gerade auf den Zwischensprint hier konzentriere und am Hinterrad von Dylan Groenewegen versuche zu bleiben. Ja, also das ist also mein großes Ziel, dass ich in der Teamwertung ganz vorne lande mit dem Team Sareas. Einfach weil wir das ein Team haben, das genau das hergibt. Wir haben nur Berg- und Kletterspezialisten dabei, beziehungsweise Leute, die halt halbwegs ordentlich den Berg hochkommen, bis auf Toni Martin. Also ich glaube, das könnte wirklich funktionieren. Jetzt müssen wir hier unter dem Groenewegen dranbleiben. Und da springen sie uns weg. Na, tolle Wurst. Haben wir da trotzdem nochmal vorbeigefahren. Zumindest an Colbrelli. Nein, da kommen wir nicht. Da werden wir Siebter. Ja, die Früchte hängen halt hoch.
bei solchen Top-Sprintern. Aber ich glaube, ich hätte ein bisschen früher antreten müssen. Ich hätte direkt am Hinterrad von Dylan Krone wegen bleiben müssen. Habe ich nicht gut gemacht. Aber ist vielleicht Lehrgeld, dass ich jetzt zahle und im Schlusssprint, wo wir jetzt gleich einfach hinschalten, das hoffentlich besser machen werde. Tschüss. Lilanes Boot, das wir da sehen. Nur wieder so eigenartige kleine Details in dieser Welt. So, also ist hier ein Rundkurs. In der letzten Runde noch 66 Kilometer bis zum Ziel. Und dann gibt es jetzt einfach den Cut zum Schlusssprint. Eins, wir schalten rein, auch einfach um den letzten, um den verbliebenen Ausreißer noch kurz zu würdigen. Pichon, der ist jetzt wirklich vom Beginn der Etappe bis jetzt ganz, ganz alleine vor dem Feld hergefahren. Und jetzt wirkt er auch komplett platt, ziemlich unrund. Da muss man einfach mal würdigen. Ganz, ganz großartiges Rennen von ihm. Ewig lange da vorne, ganz alleine im Wind gefahren. Und jetzt wurde er also eingeholt. Jetzt versuchen wir hier mal in Position zu fahren. Schauen wir mal, dass wir hier bei Toni Martin bleiben. Wenn es jetzt hier den Sprint anfährt. So, die letzten 7 Kilometer. Eigentlich finde ich, Toni Martin sollte uns in eine bessere Position fahren. Das ist eigentlich auch sein Job. Ich habe doch gesagt, dass, oder ich habe meinem Team noch gesagt, dass sie von Fubana den Sprint anfahren sollen. Machen sie eher so mittelmäßig. Ich meine, jetzt Toni Martin, wenn ich den Fubana selber steuere, dann macht Toni Martin Tempo für uns. Zumindest das. Dann schauen wir mal, dass wir uns jetzt hier das Hinterrad schnappen von Dylan Groenewegen. Wo ist er, der Dylan? Ich glaube, da kommt er gerade rechts nach vorne gefahren, oder? Nee, das ist Tennyson. Jansen, wo ist denn Groenewegen? Wo ist Dylan Groenewegen? Wo ist denn irgendwo? Noch 4 Kilometer. Wo sind die Hinterräder, an die ich mich dran heften soll? Da wäre ja Caleb Ewan. Da ist ein Hinterrad, aber jetzt bin ich ja komplett eingebaut. Ei. Da habe ich den Dylan Groenewegen gerade mal gemacht. Na gut. Es ist hier wirklich unübersichtlich. Keine Rennsituation, die ich mag, weil es ja einfach keine Hinterräder gibt, an die ich mich dran heften kann. Promenade des Anglaises. Gilbert kommt nach vorne gefahren. Tempo für Caleb Ewan. Hefte ich mich an Caleb Ewan einfach dran jetzt. So, und jetzt müssen wir Vollgas geben. Kommen wir da nochmal vorbei. Oh, das ist ein sehr guter Sprint für uns. Also ein sehr, sehr guter Sprint für uns. Aber wir kommen da nicht ganz durch die Lücke durch. Und dann werden wir... Was sind wir dann am Ende geworden? Ich habe es nicht genau gesehen. Pascal Ackermann scheint den Sprint gewonnen zu haben. Ich kann nicht ganz sagen, wie viel da wir geworden sind. War eine unübersichtliche Sprintsituation. Ich habe mich da versucht, nochmal durchzuquetschen. Und ich hatte auch das Gefühl, wir hatten so ein bisschen mehr Tempo als die anderen. Aber waren halt... die Straße hat nicht viel Platz, hat uns nicht viel Platz gelassen da auf der Seite. War so von der Positionierung vielleicht etwas ungeschickt. Und Groenewegen war so überhaupt nicht zu sehen, glaube ich. Also Glückwunsch an Pascal Ackermann. Der mit Punktbewertung übernimmt nach dem Fahrerweiter im weißen Trikot. Erobern wir uns durch unseren guten Sprint jetzt. Jetzt zeigt doch mal, wie vielter wir geworden sind. Ich glaube, Vierter oder Fünfter wahrscheinlich. Irgendwo so um den Dreh herum. Vierter sind wir geworden. Naja, gut. Und Dylan Groenewegen tatsächlich direkt hinter uns. Und wir auch als Einziger nur mit einer durchschnittlichen Tagesform. Also, dann haben wir doch, glaube ich, wahrscheinlich das Optimum rausgeholt gegenüber der ganzen Sprinter-Elite. Sehr schön. Kees Bol auf dem 6. Platz. Gut. Na gut. Ich denke, damit kann ich leben. Und in der Punktewertung sind wir damit auf Rang 5. 27 Punkte, 63 hat Pascal Ackermann. Na gut, der hat einen Zwischensprint auch bei uns gelandet. Aber das sind ja nicht die Etappen, wo wir das grüne Trikot für uns erobern. Hier versuchen wir nur Schadensbegrenzung zu betreiben. Wir haben uns das weiße Trikot erobert. Dafür gibt es Regenerationsboni. Und wir stürzen uns direkt rein in die nächste Etappe. Schauen wir mal. Natürlich haben wir jetzt kein Ziel erreicht. Noch 3 Flachetappen müsste ich gewinnen. Oder eine Bergetappe. Dann noch eine Bergetappe und so weiter. Aber hier, das Einzelzeitfahren. 21 Kilometer. Mit der prominenten Ausnahme des Anstiegs zu Notre Dame de la Garde ist dieses Einzelzeitfahren durch die Stadt frei von höheren Lagen. Ein wahrer Segen für reine Rouleure. Ich werde es natürlich mit dem Fubana steuern. Aber ich möchte mal kurz gucken, ob wir mit dem Fubana uns irgendwie verbessern können. Ich fürchte fast, wir können uns nur noch verbessern, indem wir das Einzelzeitfahren gewinnen. Ich weiß nicht mehr, ob wir einfach noch eine Verbesserung für die reine Teilnahme an einem Einzelzeitfahren bekommen.
werde ich gerade mal nachschauen. Hier, Spielziele, Zeitfahren hier. Teamzeitfahren beenden, Einzelzeitfahren gewinnen. Und Zeitfahren von mehr als 20 Kilometern gewinnen. Also wenn wir das gewinnen würden, dann würden wir uns definitiv verbessern. Alleine, wir haben keine außergewöhnlich tolle Tagesform. Und ihr seht es, zum Beispiel ein Remco Evenepoel, der hat eine Zielzeit von 23,56 und wir von 24,08. Und ja, da sind einfach andere Fahrer besser. Und vielleicht gewinnt ein Remco Evenepoel das ja auch. Liegt es hier an uns, ein gutes Zeitfahren hinzulegen. Ich möchte auch einfach grundsätzlich das Zeitfahren trainieren, dass ich da möglichst gut drin bin. Dass ich mir erst noch aus den Startblöcken rauskomme. Muss ich hier möglichst schnell raussprinten. So, und hier einmal um die Kurve herum. Und dann direkt wieder rein in die Zeitverhaltung. So, und jetzt voll durchspeeden. Mal gucken, wie der Rennverlauf so sein wird. Ich würde sagen, ich schneide jetzt einfach ganz kurz vorbei. Das kann man jetzt eigentlich schon mit reinnehmen. Die Kurve haben wir nicht gut genommen. Das hätte ich jetzt am liebsten eigentlich rausgeschnitten, muss ich sagen. So, die haben wir dafür sehr gut genommen. So, kurzer Anstieg. Sehr schön. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ich schalte jetzt einfach auf die zweite Zwischenzeit. Beziehungsweise zu diesem Fuße des Anstiegs vor der zweiten Zwischenzeit. Ich denke, das wird eine der spannenderen Rennsituationen dann sein. Wir fahren die Notre Dame. Oder diesen kleinen Anstieg zur Notre Dame hinauf. Von einer guten Zwischenzeit können wir uns inzwischen leider komplett verabschieden. Und das liegt zu 100% an mir. Ich habe einen Fahrfehler gemacht. Ärgert mich sehr. Bin ich einmal voll in die Wand reingefahren. Da war eine Kurve doch deutlich enger, als ich sie erwartet habe. Und so werden wir jetzt, seht ihr jetzt schon gleich oben, die Zeit ist jetzt gleich rot. Das ist ärgerlich, weil ich, ihr seht es, bei der ersten Zwischenzeit immerhin noch Zweiter war. Aber ja, ich habe einfach einen dummen Fahrfehler gemacht. Das Zeitfahrrad, ihr wisst es vielleicht, verhält sich in den Kurven und vor allem im Bremsverhalten deutlich anders als ein normales Fahrrad. Und dann habe ich es nicht mehr geschafft, die Kurve zu bekommen. Oh Gott, und genau das ist passiert im Grunde genommen. Ich habe es nicht mehr richtig geschafft, rechtzeitig zu bremsen und dann ja, bin ich einmal quasi stehen geblieben. Was ärgerlich ist, ist halt leider auch ein relativ technischer Kurs. Und was mir auch aufgefallen ist, die Bremsempfehlung, wenn die Pfeile auf dem Boden rot werden, haben jetzt ein, zwei Mal auch schon nicht gestimmt. Und ja, so kommt dann doch ein eher ernüchterndes Ergebnis im Zeitfahren zustande. 158. sind wir, ja, es war einfach wirklich 100%ig dieser Fahrfehler, ansonsten ist hier nämlich ganz in Ordnung, wie ich mich durchschlängele. Jetzt kann ich mal voll in die Pedale treten, die letzten Kilometer. Aber ja, ist jetzt, wie es ist. Ist jetzt kein großes Drama, wir hätten das ohnehin nicht gewonnen. Denn auch als ich in der Zwischenzeit als Zweiter war, lag auch schon daran, dass ich mich etwas überverausgabt habe. Und quasi ohne rote Energie noch unterwegs war. Mann. Also ja, ist alles so mittelmäßig gelaufen eher. Aber gut, ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Wir sehen uns zu den Ergebnistafeln wieder. 149. wird der Kubanar. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich nicht Remco Evenepoel gesteuert habe, denn so war tatsächlich ein gutes Ergebnis für ihn möglich. 58 Sekunden Rückstand. Ihr seht es, die ganz großen Abstände sind hier nicht zustande gekommen. Aber ja, Kubanar durch diesen Fahrfehler, ich glaube, der hat bestimmt 20, 30 Sekunden gekostet. Weit zurück. Auch Wout van Aert nur 50. geworden. Wundert mich, ist ja eigentlich ein ganz guter Zeitfahrer. Naja, gut, ist damit über den Primoz Roglic, der das Zeitfahren gewonnen hat. Erstmal Führung in der Gesamtwertung. Zweiter Remco Evenepoel. In der Punktwertung ändert sich nichts. Nachwuchsfahrerwertung stürzen wir ab auf Rang 19. Team Sareas. Immerhin jetzt mal Zweiter in der Teamwertung. Sehr schön, auch gut. Und Kampfgeistwertung. Pichon, der
in der ersten Etappe komplett alleine als Solist unterwegs war. So. Wir haben zwar ein Spitzenreiter-Trikot erobert, aber ich frage mich gerade, welches, glaube ich, Nachwuchsfahrerwertung. So. Dann geht's jetzt in die dritte Etappe herein. Die hat relativ viele Anstiege. Und da bin ich mir überlegen, ob ich einfach mal einen meiner Fahrer durch diese Anstiege hindurch ein bisschen Tempo fahren lasse. Auch einfach vor diesem Kategorie-2-Anstieg, vor dem Zwischensprint, um vielleicht die Sprinter schon mal so ein bisschen in Schwitzen zu bringen. Um bei diesem Zwischensprint zumindest keinen Stress mit anderen Sprintern und anderen Top-Sprintern zu haben. Und vielleicht sind sie ja dann schon so groggy, dass sie auch im finalen Schlusssprint nicht mehr ganz so stark reinhalten können. Werde ich auf jeden Fall versuchen, das Rennen etwas härter zu machen, als es vielleicht normalerweise wäre. So, jetzt hinter Gaviria her. Und Caleb Juna sind in einer sehr guten Position. Und ich glaube, da kommen wir sogar noch vorbeigesprintet. Ah, Tigersprung ein bisschen zu früh. Und da wären wir Dritter, glaube ich. Nee, Vierter, weil Kronewege noch an uns vorbeigekommen ist. Zumindest auf Ackermann haben wir ein paar Punkte gut gemacht. Ah, naja, gut. Ist halt einfach eine verdammt starke Sprinterriege. So, Simon. Das war zwar nett, was du da gemacht hast, aber reicht jetzt auch. So, also, hat nicht ganz geklappt, die Sprinter platt zu fahren. Dann cutten wir jetzt einfach aufs Etappenfinale. Letzten Kilometer. Wir sind am Hinterrad von Dylan Groenewegen. Und genau da wollen wir jetzt auch bleiben auf den letzten Kilometern. Bleiben da jetzt hinten dran, sind glaube ich in einer ganz guten Position. Ist halbwegs übersichtlich das Renngeschehen gerade. Gefällt mir ganz gut. Wout van Aert kann da jetzt eigentlich auch mal... Kann jetzt eigentlich auch mal weg, sonst fällt er uns hier noch irgendwie blöd vor die Flinte. Ich glaube, das passt soweit ganz gut hier. Das geht noch mal ein bisschen genommen, aber ist jetzt doch nicht so relevant. Barbier drängt sich daran an den Kronewegen, das nervt mich gerade ein bisschen. Da sind wir an den Kronewegens Hinterrad, der wird jetzt gleich losmarschieren. Wir sind komplett bereit, jetzt auch gleich die Tempoverschärfung mitzugehen. So, jetzt, oh Gott, da werden wir... Was ist das denn? Ach, Mann. Ist das ärgerlich. Komplett nach hinten durchgeboxt werden, Neunter. Die Hitboxen in diesem Spiel. Einmal mehr machen sie den Strich durch die Rechnung, auch weil Dylan Groenewegen dann nicht mehr nach vorne kommt. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Wir gucken uns gerade mal die Wiederholung vom Sprint an, aber ich glaube, da bin ich wieder komplett ausgebremst worden. Das mit der Tempoverschärfung und den Sprinter rausfahren hat ja offensichtlich nicht geklappt. Also die Berge waren scheinbar nicht schwer genug dafür. Schau nochmal, ich glaube hier. Das war hier das Problem. Hier. Da wurden wir einmal komplett in unsere Geschwindigkeit ausgebremst. Und dann war der Sprint schon verloren. Ärgerlich. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Schade. Also, es läuft wirklich nicht gut. Aber wir wollen natürlich nicht verzagen und fröhlich weitermachen. Punktewertung verlieren wir damit. Pascal Ackermann. Remco Evenepoel nach wie vor im weißen Trikot. Mal gucken, ob das eventuell sogar so bleiben kann. Wer weiß. Aber da wird jetzt nicht mein größter Fokus drauf liegen. So, ich hoffe, dass es mit den Flachetappen jetzt echt mal langsam war. Diese ganzen Massensprints nerven mich eigentlich inzwischen hauptsächlich sehr. Da sind viele mit einer schlechten Tagesform vorne gewesen. So, Führung in der Nachwuchsfahrerwertung behalten, voll. Einige Fahrer sind schon leicht angekratzt, was die Fitness angeht. Ich glaube, wir gehen jetzt gleich auch in unser letztes Rennen rein. Genau, in die Hügeletappe von Sisteron nach Ossieres-Mellet. Eine Bergankunft. Aber als Hügeletappe ausgewiesen und damit sicherlich das Terrain vom Fubanar. Und da werden wir natürlich versuchen, diese Etappe zu gewinnen. Und wir cutten jetzt erstmal auf den Zwischensprint, wo ich natürlich wieder fröhlich reinhalten werde. Und dann auf den letzten Anstieg hoch nach Ossieres-Mellet. Wir befinden uns 2 Kilometer vor dem Zwischensprint. Oder etwas über 2 Kilometer von Zwischensprint. Und Geraint Thomas hat gerade attackiert. Geraint Thomas. Ich glaube, das wird ein schnelles Rennen, denn die werden hier definitiv... Also ich würde doch wohl irgendjemand nachsetzen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt Geraint Thomas einfach so fahren lässt. Leute, Geraint Thomas? Der ist Dritter in der Gesamtwertung? Geraint fucking Thomas? Okay, Pascal Ackermann. Das Hinterrad heften wir uns mal. So, komm. Ackes, wir kommen noch an dir vorbei. Ich bin mir fast sicher, wir haben nämlich eine gute Tagesform, eine sehr gute Tagesform. So.
Und dann werden wir Dritter. Schön. Mit Geraint Thomas. Was war Geraint Thomas' Mission? Vorne geht jetzt Tige Benoit alleine. Aber was war der Plan von Geraint Thomas in der Situation? Na gut. Wir haben auf jeden Fall auf die anderen Sprinter ein paar Punkte gut gemacht. Das freut mich auf jeden Fall. Und dann geht's jetzt gleich in den Schlussanstieg rein. Das Team Sareas lässt die Konkurrenz so richtig leiden. Jakob Fuglsang stampft hier den Berg hoch. Kwiatkowski ist auch noch bei uns. Der Fubana sieht auch noch gut aus. Geht gleich nochmal eine kurze Abfahrt rein. Und dann in diesen Schlussanstieg hinauf nach Osieres in Merlet. Das Feld, das teilt sich mal weiter auf. Können mal schauen, dass wir hier noch unsere letzten Reste an Gel geben. Ja, Kwiatkowski kann sein blaues Gel nehmen. Wout van Aert sein rotes. Jakob Fuglsang sieht noch fit aus. Das ist echt. Für dieses Rennen haben wir wirklich ein krass starkes Team. Mal schauen. Ja, auf diesem kleinen Bergabstück können wir das Tempo eigentlich wieder rausnehmen. Da beschützt du mich einfach nur, Jakob. So, jetzt kommt auch Team Jumbo-Visma wieder nach vorne gefahren. Manuel Buchmann ist da jetzt auch erstmal wieder da. Jetzt kann man nochmal ein bisschen rollen lassen hier. Mal einmal kurz durchatmen und dann geht es in diesen Schlussanstieg rein. Aber das Team Sareas sieht sehr stark heute aus. Wir sind diejenigen, die es zu schlagen gilt heute. Schaut es euch an. 39 Fahrer und das Team Sareas aber mal komplett, bis auf Toni Martin und Simon Geschke, komplett vertreten heute. Auch alle mit einer sehr guten Tagesform. Heute soll was gehen. Heute wollen wir einen Etappensieg holen. Heute wollen wir die Führung in der Teamwertung übernehmen. Heute muss was gehen. Also, Jakob Fuglsang, fahr uns hinein in diesen Berg. Wobei, jetzt kann erstmal Wout van Aert nochmal Tempo fahren. So, jetzt übernimmt Wout van Aert hier die Führung. So, sehr schön. Also, damit hier die Lücke erst gar nicht wieder zugefahren wird, Remco Evenepoel ist auch da, sieht auch noch sehr fit aus. Also, aus dieser Gruppe wird der Etappensieger kommen. Noch ein bisschen vorspulen hier. Und dann geht es jetzt gleich in den Schlussanstieg hinein. Die letzten 10 Kilometer Osieres Merlet. So, jetzt schauen wir hier. Sind wir im Berg drin? Schauen wir, dass wir mit Jakob Fuglsang ein bisschen nach vorne gehen. Hier jetzt mal allen ihr Gel geben. Blaues Gel nochmal schön rein für die, die es noch nicht haben. Der Fubana kann jetzt mal sein blaues Gel nehmen, soweit es eben geht. Dann wird jetzt hier ordentlich Tempo gebolzt. Also, auf geht's, Jakob Fuglsang. Fahren sie uns rein in den Berg. Jetzt machen wir die anderen mal so richtig nass. Also, ich möchte jetzt mal eine Machtdemonstration hier sehen. Jetzt schauen wir mal, zu was das reicht. Ah, wobei, jetzt sind wir doch noch zu schnell. Und dann verfeuern wir Jakob Fuglsang so ein bisschen. Lassen wir lieber Wout van Aert erst nochmal Tempo fahren. Wobei Wout van Aert da jetzt nicht unbedingt in der Tempoarbeit bemüht ist, muss man sagen. Ah, also, was geht heute? Das ist die spannende Frage. Was können wir machen? Ich würde sie eigentlich gerne alle in Grund und Boden fahren, aber ich muss mich noch ein bisschen gedulden, bis es steiler wird. Thomas Roglic ist da, hat jetzt auch gerade Tom Dumoulin nur hinter sich und nicht vor sich als Helfer. Kann auch schon bedeuten, dass Tom Dumoulin nicht mehr so ganz viel Kraft hat. Noch ein Dennis fährt hier für Team Ineos den Berg hoch. Und da kommt die Attacke von Julien Alaphilippe. Da müssen wir jetzt hinterhergehen mit Jakob Fuglsang. Komm, Jakob, fahr Tempo. Und der bremst uns hier komplett aus. Das gibt's doch nicht. So, hier jetzt mal schön 110er Tempo. So, jetzt mal einfach nachsetzen hier. Da soll der Julien Alaphilippe erst gar nicht wegkommen. Dafür sind wir zu stark. Da hat er keine Chance. Schön die Innenbahn nehmen. Und dann jetzt auf hinterher. Manuel Buchmann wird gleich einbrechen. Wird gleich um ihn geschehen sein. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir hier noch hinterherkommen. So, sehr schön. Also, Team Ineos immer noch ganz, ganz stark vertreten hier in dieser Gruppe. Jetzt wieder Widerstand, grenzenlosen Widerstand leisten.
Jakob Fuglsang, du kommst jetzt mal an unsere Seite wieder zum Fubanar. So, sehr schön. Jetzt schauen wir, dass wir hier halbwegs sinnvoll den Berg hochfahren, damit wir gleich die nächste Attacke kommen. Das kann uns jetzt mal egal sein. Also die nächsten Spitzkehren kommen da vorne. 4,4 Kilometer noch. Julia Alaphilippes Attacke ist verpufft. Die haben wir abgefangen. Manuel Buchmann fällt jetzt da raus aus der Gruppe. Das haben wir schon mal bei dem Tour de France mit Let's Play mit Bora Hansgrohe festgestellt, dass die heutige Etappe so ein bisschen die Nemesis ist von Emanuel Buchmann. Das ist halt einfach zu sehr eine Hügeletappe. Da kommt er nicht mit zurecht. Fuglsang ist jetzt auch schon echt langsam platt gefahren, aber es sind nur noch 3,5 Kilometer. Ich glaube, wir können jetzt mal gleich die nächste Tempoverschärfung reinhauen. Egan Bernal fährt da in Position. Die Kurven immer so ungünstig aus. Und Jakob Fuglsang da nochmal nach vorne. Gibt er uns nochmal ein bisschen Windschatten. So, jetzt ist auch um Remco Evenepoel passiert. Der kann jetzt hier einfach mal schön... Weil der hat eigentlich noch genug Kraft. Der kann jetzt hier... Hohe Geschwindigkeit fahren. Die versuchen jetzt mal alle hier so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen. So, Roglic geht und Bernal geht auch. Schauen wir mal hier, dass wir das Tempo hier mitgehen. Minus Roglic. Ah, so richtig viel Effekt hat es jetzt nicht. Die Lücke reißt nicht wirklich auf. 2,2 Kilometer noch. Ich muss schon das Tempo noch mal kurz rausnehmen, um ein rotes Gel noch mal zu nehmen. Das ist jetzt schwierig gerade. Jakob Fuglsang fährt uns die Lücke netterweise noch mal zu. Was für ein Sprint es hier hoch ist. So, jetzt kann ich mein rotes Gel noch mal ein bisschen nehmen. Letzter Kilometer ist angebrochen. Wir sind in einer sauguten Position, haben fast volle Sprintenergie. Das wird, glaube ich, eine gute Sache für uns. Jetzt geht Roglic, glaube ich, oder? Geht er? Na komm, wir hängen uns da mal dran, sicherheitshalber. Und Jakob Fuglsang ist es jetzt geschehen. Er hat gute Arbeit geleistet, hat uns genau dahin gebracht, wo wir sein müssen. Jetzt müssen wir gleich schauen, dass wir bei Primoz Roglic Windschatten hinten rausgehen. So, wir sind jetzt auch gleich fertig. So, jetzt in Antritt setzen, komm, nochmal vorbeigehen. Ach, das gibt's doch nicht. Auf den letzten Metern, jawohl! Wir gewinnen die Etappe. Hatte ich gedacht, ich hätte mich verzockt, aber tatsächlich hat es noch gerade so gereicht. Ancieres Merlet, wir haben den Berg erobert. Boah, das war knapp. Das war richtig eng. Wir haben es, glaube ich, genau perfekt richtig getimed. Unsere Kraft hätte auch nicht dafür gereicht, noch früher rauszugehen zu sprinten. Also ich glaube, wir haben es gerade so richtig gemacht und gewinnen unsere erste Tour de France-Etappe in der Saison 2024. Nach der langen Durststrecke im Kriterium die Dauphiné. Jetzt also endlich melden wir uns zurück in der Erfolgsspur. Schauen hier natürlich nochmal in die Wiederholung des Sprints rein. Das genießen wir jetzt nochmal richtig. Also es ist ein Zweikampf. Dann setzt Primoz Roglic in Antritt. Dann müssen wir hinterhergehen. Und dann schaffen wir es auf den allerletzten Metern. Schaffen wir es noch vorbeizugehen. Und gewinnen um eine Radlänge Vorsprung. Julia Alaphilippe wird Dritter. Dahinter kommt noch Thibaut Pinot und Egan Bernal. Und da hinten dann Jakob Fuglsang ins Ziel. Puh. Etappensieg haben wir geholt. Jetzt geht es noch darum, wie es in der Teamwertung aussieht. Bin mal gespannt. Bergwertung. Ha, haben wir die Bergwertung übernommen. Na gut. Können wir natürlich auch gucken, dass wir einen Blick darauf haben, dass wir da ein paar Punkte sammeln. So, also. Ab auf die Ergebnistafeln gucken. Wie schaut es da jetzt aus? Wir werden uns in der Gesamtwertung wahrscheinlich auch kräftig verbessern. Also wir gewinnen mit einer Radlänge Vorsprung vor Primoz Roglic. Alaphilippe wird Dritter, Bernal Vierter, Pinot Fünfter, Sechster, Jakob Fuglsang 45 Sekunden Rückstand auf uns. Und dann Remco Evenepoel direkt dahinter mit 1 Minute 12 Rückstand. Und wenn ich das richtig sehe, sollten wir damit in der Teamwertung die heutige Etappe gewonnen haben. Schauen wir mal rein. Und das dürfte uns dann eigentlich auch, genau, sogar mit 5 Minuten 7 heute. Das heißt, in der Gesamtwertung der Teamwertung machen wir auch einen richtig, richtig Boden gut, beziehungsweise werden jetzt wahrscheinlich deutlichen Vorsprung haben. Ja, 5 Minuten 11 vorm Team Ineos und 8 Minuten 18 vorm Team Jumbo-Visma. Und darauf wollen wir aufbauen.
In der Nachwuchsfahrerwertung übernimmt Egan Bernal jetzt erstmal die Führung und auf Platz 2 und 3 das Team Sarrias mit Fubana und Remco Evenepoel. Da bin ich jetzt wirklich sehr erleichtert, dass wir hier noch so einen versöhnlichen Abschluss der Folge gefunden haben. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Haut rein.